Die vor rund einer Woche von pro-russischen Separatisten im ostukrainischen Slawiansk festgenommenen OSZE-Militärbeobachter sind frei. Das teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, am Samstag mit. Auch der Separatistenführer in Slawiansk, der selbsternannte Bürgermeister Ponomajov, bestätigte die Freilassung von 4 Deutschen und weiteren 3 Mitgliedern des OSZE-Beobachtungsteams. Bedingungen habe es keine gegeben.